werde mich nicht schminken lassen. Ich werde dieses verfluchte Kleid nicht tragen und diesen Mann nicht heiraten. Habt ihr mich nicht verstanden, ihr beiden? Raus hier! Halten Sie es. Ich werde Sie nicht heiraten und Sie verschwinden jetzt! Ihr könnt jetzt beide gehen. Ich muss mit meiner Zukünftigen reden. Sie wird sich doch mit Sicherheit beruhigen. Und dann werde ich ihr natürlich beim Anziehen helfen. Bitte, bleiben Sie weg von mir. Bitte, ich werde Sie nicht heiraten. Auf gar keinen Fall. Du denkst wirklich, du könntest dich gegen mich wehren, Liebling? Hm? Ich aber sehe nur zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst mich freiwillig heiraten, oder aber ich werde dich mit Gewalt heiraten. Nur ein bisschen... Nun? Aufgeregt, verstehst du? Oh, das verstehe ich. Es ist schließlich ein besonderer Tag für uns beide, oder? Das ist er. Wie wäre es denn, wenn du das Kleid für mich aussuchen würdest? Mit dem größten Vergnügen. Ich mag das. Na dann. Sehr gut. Zieh das hier für mich an. Mhm. Hier, das hast du jetzt davon. Haltet das Miststück auf. Los, haltet sie auf. Sedat wird dort bald ankommen. Und wir warten hier immer noch auf ein Taxi. Hä? Was ist los? Oh, Mom. Mutter, Roshni wird die Dinge auswählen, wenn sie zu Hause ist. Und sie ist den ganzen Tag unterwegs. Ich finde, du verwöhnst sie zu sehr. Was hast du für ein Problem? Hä? Sie hat mich um Erlaubnis gefragt, bevor sie gegangen ist. Sie hat gesagt, sie möchte zu ihrer Oma. Hä? Und ich habe ihr das selbstverständlich erlaubt. Mutter, ich... Unser Wagen ist da. Fahrer? Und bringen Sie sie in unser Auto. Nehmen Sie. Es ist heiß hier draußen. Gehen wir. Komm schon. Gehen Sie. Machen Sie schon. Nun beeilen Sie sich! Roshni? Roshni? Mutter? Mutter! Ich habe Roshni gesehen! Ach ja? Rosh... war da! Wo ist Roshni? Sie war da! Nein, ich kann sie nicht sehen. Aber sie war genau da! Simi? Mutter! Ich glaube, diese Hitze bekommt dir nicht so gut. Ach, du siehst doch Roshni überall herumlaufen. Ich bin aber sicher, dass sie dort stand. Und wo ist sie dann hin, hä? Du schimpfst einfach immer grundlos mit ihr. Los, komm schon, mir ist zu heiß. Gehen wir. Da vorne läuft sie. Fangt sie ein. Na los, schon da.
Wo ist sie? Verdammt, findet sie. Das wird sie mir büßen, das sag ich euch. Los, ihr beide, geht da lang, findet sie. Und du wirst da hinten suchen. Ach, wer ruft mich denn jetzt an, verdammt nochmal? Hallo, wer ist da? Mr. Baveja, ich bin angekommen. Zur Hölle mit Ihnen, Samaira ist weggelaufen. Sie ist weggelaufen? Wir müssen sie finden. Ich rufe sie zurück. Los, kommt mit. Sam konnte also fliehen. Hoffentlich geht es ihr gut. Ja, hallo? Ja, ich bin jetzt im Hotel und ich glaube, Sam konnte fliehen. Sie wird aber nicht weit kommen. Bavichas Männer sind hinter ihr her. Und ich muss sie unbedingt vor ihnen finden. Ruf die Polizei an, sie sollen sich unbedingt beeilen. Das ist unsere Chance, ihn direkt auf frischer Tat zu attackieren. Sam! Verdammt, ich hab doch ihre Stimme gehört. Wo ist sie? Geh und bring ihnen das Gesteck. Beeil dich, mach schon. Na los, nun geh schon. Na, pass doch mal auf, du zerstörst ihr komplettes Make-up. Zum Teufel mit ihrem Make-up. Ich hab sie gefunden. Du kannst froh sein, dass ich rechtzeitig hier war. Worauf wartet ihr denn noch? Zieht sie an. Das Zinnoberrot muss auf ihre Stirn. Okay. Los, beeilt euch! Nur einen Moment, bitte. Was soll denn der Mist? Hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Na, zieht sie schon an. Schau nach, wer da ist. Mr. Baveja, nun, es ist alles vorbereitet. Ein Glück, Sie haben sie. Dann sollten Sie jetzt schnell heiraten. Aber wer kommt denn noch? Ah, er bringt die Girlande. Legen Sie ihr jetzt die Girlande um den Hals, dann kann ich das Foto machen und dem Gericht vorlegen. Und ruckzuck erhalten Sie Ihr Visum. Gib mir die Girlande, ich werde sie ihr umhängen. Was machst du denn hier? Meine Hand!
Schön hier geblieben. Wo wollen Sie denn so schnell hin? Ich dachte, Sie wollen heiraten. Sie können jetzt im Knast heiraten und dann elendig verrotten. Verdammt knapp war das. Wenn Roschny mich hier sieht, dann bin ich geliefert. Mist. Zimmer 409. Ich denke, hier sind die Zimmer mit den ungeraden Zahlen. Roschny, ich glaube, wir müssen hier rüber. Komm mit mir mit. Da ist es! Sam. Sam, mach die Augen auf. Samaira, liebes. Sam. Sam, kannst du mich hören? Sam, wir sind hier. Was Sam. Ist hier? Bitte. Mach die Augen auf, komm schon. Sam. Sie werden sich nie wieder an einer Frau vergreifen. Mach schon. Verhaften Sie ihn. Mr. Baveja, Sie sind hiermit verhaftet wegen Entführung und Missbrauch. Kommen Sie. Sie wacht auf. Los. Alles okay? Siddharth? Was ist los? Danke, Sid. Ich meine es ernst. Das war sehr mutig. Kümmere dich um Sam. In 2 Tagen ist sie wieder okay. Du brauchst dir um sie keine Sorgen zu machen, okay? Roschny, was ist? Ich kann immer noch nicht glauben, was hier passiert ist. Was wäre, wenn du nicht hier gewesen wärst? Wir hätten Sam niemals gefunden, wenn du uns nicht geholfen hättest. Du hast recht. Wir haben Sam gefunden. Zum Glück. Aber was wartet noch alles auf uns? Es ist noch nicht vorbei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch mehr passiert. Ich weiß, was du meinst. Denkst du auch, was ich denke? Mein Gefühl sagt mir, es steckt mehr dahinter. Und dieser Baveja hat sich das nicht alleine ausgedacht. Ich glaube, irgend so ein Verbrecher hat es auf Sam abgesehen, richtig? Richtig. Baveja muss unbedingt sein Schweigen brechen. Wir müssen mehr erfahren. Du hast recht. Ihr werdet es nie herausfinden. Dass ich es war, der sich die Sache mit Samaira ausgedacht hat. Niemals. Oh, was ist los, Großmutter? Ich danke dir. Wofür? Für was willst du dich denn bei mir bedanken? Sid, du hast ein gutes Herz. Du kümmerst dich. Du brauchst dich nicht zu bedanken. Alles, was ich von dir möchte, ist dein Segen. Gib mir deinen Segen, das reicht mir völlig. Mein Segen ist immer bei dir, Sid. Mögest du für immer das größte Glück deines Lebens finden, Sid. Du verstehst schon. Irgendwie bin ich mitverantwortlich für den aktuellen Zustand von Sam. Hätte Kritiker Rajveer nicht geheiratet, wäre das alles sicher nicht passiert. Ich kannte die Wahrheit über Rajveer und konnte trotzdem nichts machen. Ich konnte nichts weiter als zuschauen. Es war meine Pflicht, ihr zu helfen. Ich kann ihr nicht das zurückgeben, was man ihr weggenommen hat. Aber ich kann wie ein großer Bruder für sie sein und ihr beiseite stehen. Das ist so lieb von dir, Siddharth. Du kümmerst dich immer um die Menschen, die dich umgeben.
Du bist ein lieber Junge. Nun, deine Enkelin träumt schon wieder. Roshni, hör auf zu träumen. Kommst du mit nach Hause? Auf Wiedersehen. Siddharth, ich danke dir. Ich werde nicht vergessen, was du heute für uns getan hast. Hey, pass auf dich auf. Du auch, Mom. Alles Gute. Gehen wir? Kümmert euch gut um Sam. Ich möchte wissen, wo sie stecken. Roshni ist noch nicht wieder da und Siddharth ganz genauso. Was denken die sich, sag mal? Warum wirst du schon wieder so wütend auf sie? Hä? Sollen sie den ganzen Tag hier rumhängen? Sie sind jung, sie wollen weggehen. Ach, da sind sie ja. Roshni, sag schon, ist deine Oma wieder gesund? Ich meine, geht es ihr wieder gut? Was ist denn mit ihr? Oh, oh, ich erinnere mich. Ja, ihr geht es wieder richtig gut. Sie hat sich erholt und sie... Siddharth, wir werden nicht mehr lügen. Es ist doch unsere Familie. Wir müssen mehr Vertrauen haben. Oma? Vater? Mom? Was die Gesundheit meiner Oma angeht, haben wir euch angelogen. Was? Willst du uns schon wieder enttäuschen? Roshni, was wirst du uns jetzt wieder erzählen? Wir haben jemanden das Leben gerettet. Und es ist nur gelungen, weil sie dazu mutig war. Es tut mir leid, Oma. Wir konnten euch nicht einweihen. Meine Cousine Sam war in Gefahr. Sie ist entführt worden. Was? Eigentlich hat sie für eine Firma gearbeitet und ihr Chef hat versucht, sie in eine Falle zu locken. Alles hat damit begonnen, dass meine Cousine Sam... Und ohne Sid wäre noch viel Schlimmeres passiert. Hätten wir euch allen davon erzählt, dann hättet ihr euch Sorgen gemacht. Darum haben wir gelogen. Es tut mir sehr leid, Sid. Wenigstens du hättest es sagen können. Ihr könnt doch mit uns darüber sprechen. Schon gut, Simi. Wir sollten froh sein, dass Samira jetzt in Sicherheit ist. Aber es hätte bei der ganzen Sache ja auch etwas schief gehen können. Es wäre besser gewesen, es uns einfach zu sagen. Ich weiß, Dad, aber bitte verzeiht uns das. Ich wollte euch wirklich nicht alle anlügen, aber in unserem Leben ist jetzt schon so viel schief gelaufen, da wollten wir euch auch nicht noch belästigen. Roshni hat mir ein paar Mal gesagt, dass ich es euch erzählen soll, aber ich konnte nicht. Ende gut, alles gut. Die Sache ist ja gut ausgegangen. Und Roshni war so mutig und hat uns die Wahrheit gesagt. Ja, genau. Roshni, geht es Samira gut? Du kleine Heldin, komm her, lass dich mal in den Arm nehmen.